Dieser Moment in Gettysburg, mitten im Zweiten Weltkrieg, kurz bevor wir über See und in den Einsatz gingen, ließ weder meinen Freund Andrew noch mich je ganz los. Rein zufällig waren wir an dieser Gedenkstätte für die Opfer des amerikanischen Bürgerkrieges auf den Grabstein des Vaters von seinem Vater gestoßen, der offensichtlich den gleichen Vornamen gehabt hatte wie er, Andrew Andreas. Jedes Mal, wenn ich ihn traf, nach unserer Landung in Europa, irgendwo in Frankreich und dann in Deutschland, fühlte ich mich erleichtert und lachte gewöhnlich und sagte, na, wie steht's damit? Und er wusste und ich wusste, dass wir an Andrew dachten, ursprünglich Andreas, den anderen Lenz. Und dann sprachen wir über ihn, um den Schatten des Todes, der seit jenem Nachmittag in Gettysburg über Lenz, dem heutigen Lenz, schwebte, auf ein erträgliches Maß zu reduzieren. Und dann, der Krieg war fast zu Ende, da starb er an einer kleinen, unwichtigen Brücke über einen kleinen Fluss von der Hand eines dummen, kleinen Hitlerjungen, der eine Panzerfaust abfeuerte. Ungefähr 6 Monate später erhielt ich ein Päckchen von seiner Frau mit einem Begleitbrief. Es waren Tagebücher, Fotos, Briefe und Aufzeichnungen aus dem Nachlass jenes Captain Andrew Lenz, der, wie sein Zeitgenosse Lincoln es ausgedrückt hatte, dafür gestorben war, dass die Regierung des Volkes durch das Volk für das Volk auf dieser Erde nicht untergehe. Es begann in einem Deutschland, das die Fürsten unter sich aufgeteilt hatten. Unten im Großherzogtum Baden. Da war jener Andreas Lenz, ein stets hungernder Student und Gedichteschreiber, mit dem Zug der Aufständischen von 1848 mitmarschiert. Das Herz erfüllt von dem großen Traum von der Freiheit, von den Rechten der Menschen und von einem neuen, geeinten Deutschland. Bis die ersten Schüsse krachten und alles wieder auseinanderlief. Die Handwerksgesellen und die Kleinstadtadvokaten, die Studenten und die Zeitungsredakteure, die Büroschreiber und die Bauern. Wer nicht mehr davonlaufen konnte, wurde gefangen genommen. Und man stellte ihn vor die Wahl zwischen Kerker oder Eintritt in die Armee des Großherzogs. Ja,
Donnerstag, 22. März 1849. Marschieren und exerzieren. Keine Zeit mehr zum Lesen. Sie haben uns in die Armee gesteckt. Drill und Prügel sollen uns die republikanischen Ideen austreiben. Mit ihren Spitzeln und Zuträgern versuchen sie uns unter Kontrolle zu halten. Du weißt nicht, dass das Denken in Deutschland 30 Jahre lang verboten war. Das muss man erst lernen. Aber jetzt können sie nichts mehr dagegen machen. Pressefreiheit und daneben der Galgen steht heute in der Neuen Rheinischen Zeitung. In der Frankfurter Paulskirche reden sie und reden und reden, die Freiheit zu tun. Aber hier, im Großherzogtum Baden, lässt sich schon ein neues Grollen hören. In den Kasernen von Freiburg und Rastatt redet man von Widerstand gegen die Offiziere. Sagt ihr jetzt noch mal? Dauernd das Bild umhängen da! Weg da, weg da! Wir treffen uns jetzt auch wieder. Heimlich. Im Hinterzimmer vom Türkenlud. Unser Zeichen ist die Rose. Wo gibt's denn da die Rose? Hey, wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten. Wir wollen auf Erden glücklich sein und wollen nicht länger darben. Verschlemmen soll nicht der faule Bauch, das fleißige Hände erwarmen. Es gibt in Eden Brot genug für alle Menschenkinder. Und Rosen und Myrten und Schönheit und Lust. Und Zuckererbsen, nicht minder. Ja, Zuckererbsen für jedermann, sobald die Schoten platzen. Den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. Bitte? Na, na! Und den Spatzen. Wind. Hier schenken wir sie. Ha? Immer noch Schnaps. Ha, komm, schenken wir sie. Gib sie her. Ich bin wieder um. Ja, geht da los, Hammer. Aber schnell, du. Und anständig aufhängen, gell? Anständig aufhängen? Ja, ja. Hast du gehört? Du sollst der Großherzog anständig aufhängen. Du hast ein Jahr anständig aufhängst. Das ist kein Stück zum Werben. Hier für den Bursch auf meine Rechnung. Lässt sich seine Rechnung von Kindern bauen. Ja, ja. Halt, kurz, ich schmeiß ja auch gleich aus, gell? Wo gibt's denn die Rose? Im Hinterzimmer. Ich bin der Christoffel. Aus Freiburg. Ich bin der Lenz. Also dieser Redelsführer, dieser Herr von Strube, der sitzt hier auf der Bastion Nummer 30. Klar, und?
Und seine Gattin, kaum ist sie wieder auf freiem Fuß, reist sie dorthin und dahin und will ihn besuchen. Ja, die Franzosen waren es bis vor kurzem, aber jetzt darf ich bitten? Nein, ich bitte so. Ich habe auch ein Bissen. Du wartest noch immer auf jemanden. Darf ich Sie um diesen Tanz bitten? Sie speist im Türken Louis, im Hinterzimmer. Und die niederen Chargen hängen bereits das Bildnis unseres allergnädigsten Fürsten des Großherzogs mit dem Gesicht zur Wand auf. Also das sind die Adresse für den neuen Volksverein in ganz Baden. Und der Aufruf, der muss vervielfältigt werden und muss abgeschickt werden an alle als Brief. In der Zeitung wird er zensiert. Nehmt aus den bluttriefenden Händen das Zepter der Macht. Große Worte. Aber wirkungsvolle. Das hat der Strube geschrieben. Aber es geht doch darum, dass letztes Jahr ganz Europa auf den Barrikaden war. Und 36 deutsche Fürsten nachgeben mussten. Jetzt haben wir ein gemeinsames Parlament in Frankfurt, aber sie machen trotzdem, was sie wollen. Also schreibe mal. Wozu haben wir in ganz Deutschland gewählt? Eure Herren lachen über euch. Und darüber, was euer Parlament in Frankfurt beschließt. Ah, ah. Das ist zu lang. Ich was, Freiburger? Nein, nix. Was sagst denn du? Wie war's denn bei euch? Die Verpflegung langt gerade, dass man nicht verhungere. Die Leute werden verprügelt wie überall. Eben. Wir wollen die Offiziere selber wählen. Eben. Statt Brot kriegt er Prügel. Das gehört da rein. Das ist ein Text, der anheizt. Freie Wahl der Offiziere. Das ist doch genau das, was der Strube da schreibt. Nehmt aus den bluttriefenden Händen das Zepter. Das ist fürchterdeutsch. Die meiste Kompanie gibt schon eine Gruppe, wo dafür ist. Genau, das ist es. Jede erfüllte Forderung schwächt die Regierung. Das hat uns letzten Herbst gefehlt. Es langt eben nicht bloß zu hoffen, dass die Soldaten nicht auf ihre Landsleute schießen. Das muss man organisieren. Ja, schon. Aber... Ich weiß. Du brauchst Instruktionen, was du deinen Leuten sagen sollst. Er möchte halt noch wissen, an wen er sich jetzt halten soll. Entscheidungen müssen getroffen werden. Wer macht das? Ja, Bürger Brentano leitet das politische Komitee in Struves Abwesenheit. Wer? Struves Anwalt. Er ist der fähigste Advokat, den wir zurzeit haben. Da redet kann er und er hat große Sympathien in der Bevölkerung. General von Stratmann! Sie haben eine Madame Struve hier? Melden Sie uns.
Madame Struve? Einen Moment, bitte! Wenn Sie bitte öffnen würden. General Strattmann, Kommandant der Festung Rastatt, gibt sich die Ehre. Darf man eintreten, Madame? Das ist meine Ehre, Herr General. Sie sind ohne Erlaubnis nach Rastatt gekommen. Ich könnte Sie sofort wieder verhaften lassen. Wegen Konspiration. Für mich ist die Ehe nicht bloß eine geistige Ergänzung, Herr General. Als Kavalier wäre das immer so sparrig, dass ich Ihnen jetzt die Bedürfnisse einer reifen Frau erkläre. Ein halbes Jahr wartete Struve schon in Kerk auf seinen Prozess. Ich will meinen Mann sehen. Das ist doch ganz einfach. Heißt das, dass Sie allen Ernstes von uns verlangen, dass wir unseren Staatsfeinden, Entschuldigung, Lenore, auch noch den Vollzug der Ehe in der Zelle gestatten? Sehr gut. Sehen Sie, Mademoiselle Einstein? Der Gatte dieser Dame hat vor einem guten halben Jahr zusammen mit ein paar Wahnsinnigen auf uns geschossen. In Begleitung eines Frauenzimmers, wie es in den Akten heißt. Im Gefängnis wollte er sich nur von vegetarischer Kost ernähren. Na gut, dann haben wir gesagt, was am Brot sind, da schließlich keine Fleischspeisen. Und nun kommt Madame Struve, die selbst unter Anklage wegen Hochverrates stand, und die wir unter der Voraussetzung künftigen gesetzlichen Betragens aus der Haft entlassen haben, unverantwortlicherweise, wie ich fürchte. Ich wünsche dir, Herrn Wein. Danke. Nehmen Sie doch Platz, Madame. Mademoiselle ist die Tochter des bekannten Bankiers Einstein. Sie hat sich die Bekanntschaft mit Ihnen zum Geburtstag gewünscht. Voilà. Sie sollte mich der Mademoiselle vielleicht im Käfig vorführen. Pardon. Entschuldigen Sie. Ich bin so unbescheiden und wünsche mir noch etwas. Geben Sie Madame Struve die Aufenthaltserlaubnis für Rastatt. Ich will für Sie bürgen, damit sie nichts Ungesetzliches unternimmt. Interessant. Das kann ich doch. So sei ich, gewährt mir die Bitte, in eurem Bunde der Dritte. Nicht wahr? Wo bleibt der Wein, Gram? Wein! Da. Im Hochsaal ist es der Gasthof zum Schwarzen Lamm. Dort fragst du nach dem Jakob Höfer. Dem sagst du das gleich. Von jeder badischen Kompanie sollte wenigstens einer zur großen Volksversammlung nach Offenburg kommen. Und dann so viele gemeinsam was beschließen, macht der Großherzog und all seine Minister sich nicht mehr darüber hinwegsetzen. Und da ist ein Pass. Wenn du über die Grenze gehst, bist du ein reisender Weinhändler. Komm, Lossi. Na. Kommst du auch mit? Ja. Verstoppen. Was
Ich weiß nicht, Mademoiselle Einstein über den Willen des Volkes. Sie verkehrt doch in ganz anderer Gesellschaft. Bei ihr gratuliert doch unser General persönlich zum Geburtstag. Jawohl. Aber ein gewisser Herr aus dem Volk hat meine Einladung nicht reagiert. Er hat sich ja am Volkstum mich ihre Dame zu müssen. Tut mir sehr leid, wenn ich daran schuld bin, dass das Proletariat bei ihrem Fest fehlt. Dann fast, Sie haben was gegen unsere schöne Lenore Lenz. Ich? Eine schöne Frau, ich habe niemals. Tanzen Sie mit mir, Andreas. Es war eine affektierte Laune von mir. Und doch war ich geschmeichelt. Seit meiner Schulzeit habe ich die Tochter des reichen Bankier Einstein nicht mehr gesehen. Nun bin ich als gemeiner Soldat nach Rastatt zurückgekehrt. Da schickt sie mir plötzlich Briefchen in die Kaserne. Eine Einladung zu ihrer Geburtstagsfeier. Was wir jetzt brauchen, Bürger und Soldaten müssen zusammenkommen. Ich stelle die Bürgerwehr auf die Beine, Lenz kümmert sich um die Kompanie. Programm, ein paar gute Lieder, Informationen über Paris, wo es bald losgehen wird. Dresden, Breslau, Ungarn, Titel, die zweite Welle der Revolution in ganz Europa. Die Musik ist sofort einzustellen! Aus! Halt! Ende! Nach dem Gesetz! Ist das Aufstellen von Neifreiheitsbäumen verboten? Das ist der Messenwachse! Ich fordere die hierfür Verantwortlichen auf, dem Gesetz unverzüglich Folge zu leisten! Musik! Verschwinden! Ja, Musik! Weiter Spiel, ihr Leute! Noch ist Baden nicht verloren, Hoheit. Das Darlehen von Rothschild ist eingetroffen, gestern. 900.000 badische Gulden. Die Bürgschaft des Zaren und des preußischen Königs haben genügt. Rothschild lässt uns wissen, dass ihm die Schießereien im Herbst von Struve gar nicht gefielen. Tja, wen wundert's? Bankiers mögen Schießereien eben nicht. Sofern sie nicht selber die Waffen finanziert haben. Die russische Armee und die preußischen Hinterlader scheinen dem Juden jetzt zu genügen, als Sicherheit für Ruhe und Ordnung. Wenn ich mir einen Vorschlag erlauben darf. Es würde sich gut machen, wenn Hoheit die genannten 200.000 zur Stützung der Maschinenfabrik Kessler bewilligen würden. Den Prozess gegen Struve wird der Advokat Brentano wieder für billige Angriffe gegen ihre allergnädigste Regierungspraxis nützen. Die Leute lachen bereits. Und er macht sich zum Volkshelden. Könnten Sie sich ihn an meiner Stelle vorstellen? Brentano Premierminister. Es würde eine Stabilisierung der Lage bewirken. Er hat die Volksvereine hinter sich. Wenn Hoheit wünschen, bin ich bereit, mein Amt in Ihre Hände zurückzulegen.
Wir haben getan, was die Mehrheit des Volkes wollte. Das beweisen erstens die Parlamentswahlen zur Frankfurter Nationalversammlung, wo 16 von 20 Mandaten auf entschiedene Republikaner gefallen sind. Und zweitens, dass uns nirgends von Seiten der Bürger Widerstand geleistet wurde. Nicht wir schritten zum Äußersten, sondern die badische Regierung, die die Republikanische Partei mit Gewalt unterdrückt. Das heißt, Herr Struve und seine Republikanische Partei haben sich gegen den Staat erhoben. Insurrektion heißt es. Hochverrat. Meine Herren Geschworenen, erlauben Sie mir ein Gemälde zu entwerfen. Das Volk, ein Pferdegespann vor dem Wagen seiner Hoheit des Großherzogs. Ein Gespann, das diesen Wagen ziehen muss. Durch dick und dünn, durch Schlamm und über holprige Wege. Und wehe, die Pferde werden müde und weigern sich weiterzugehen. Dann setzt es Peitschenhiebe, jawohl. Und wenn sie dann schnauben und ausschlagen, sollen wir sie dann gleich erschießen? Auf unsere Situation übertragen heißt das. Wenn das Volk sich erhebt, sollen wir es dann gleich erschießen? Oder müssen wir nicht viel mehr nachdenken über die Ursachen und wie diese zu beheben sind? Etwa durch bessere Gesetze, durch eine bessere Regierung, durch eine bessere Staatsform. Herr Dr. Brentano, Sie wissen, dass bei diesem ersten Prozess, der in unserem Land vor Geschworenen geführt wird, die Augen vieler Menschen auf uns gerichtet sind. Bitte missbrauchen Sie doch die Verhandlung nicht für politische Propaganda. Ich beantrage, diese Ausführungen der Verteidigung aus dem Protokoll zu streichen. Zeitung schreibt mit. Ich spreche ganz deutlich, Herr Brentano. Ich möchte meinen Fall in den Händen eines Mannes wissen, dessen bloßer Name mir den Richter günstig stimmt. Abgesehen davon, dass ich kein Spezialist in Grundstücksfragen bin, ich glaube nicht, dass mein Name im Augenblick eine günstige Reaktion hervorruft. Im Augenblick? Oder wollen Sie mir zu verstehen geben, dass es sich gar nicht lohnt, ein Verfahren einzuleiten? Weil eine Regierung Brentano in Baden alle Gerichte und alles Eigentum abschaffen würde? Wie bitte? Sehen Sie, Deutschland könnte Veränderungen brauchen. Die Frage ist nur, aber wie viel und in welche Richtung? Sehen Sie, ich bin Geschäftsmann, kein Politiker. Doch was dem Geschäft hilft, hilft meiner Meinung nach ganz Deutschland. In welche Richtung? Wieso fragen Sie mich das? Das bestimme nicht ich, sondern das Volk. Ach, also doch nicht Premierminister des Großherzogs, sondern Premierminister des Volkes. Ich Premierminister? Dazu habe ich keinen Ehrgeiz. Mademoiselle, ich bin kein Geschäftsmann wie Ihr Vater und Politiker, wenn ich nur notgedrungen. Aber sagen Sie mir, muss man den Widerstand gegen die Tyrannei nicht unterstützen? Sagen Sie es mir als Frau, kann man sich den Klagen der Unterdrückten noch weiter verschließen? Andreas! Ja, bei Zeit, ich sollte schon längst dort sein. Ich will aber jetzt! Ich will aber jetzt! Nein, nein, nein! Doch. Nein! Doch! Keine Zeit! Doch! Hopp. Nein, komm, lass mich! Komm, nein! Ich muss weg! Da hab ich's. Liebesbrief, ha? Gib her, ich brauch... Liebesbrief! Gib her! Gib her! Josefa! Komm, gib das her! Was heißt das? Was ist das? Was hast du da geschrieben? Das ist ein Gedicht. Gib. Wie's vor?
Feld den ganzen Sommer war. Der Mohn so rot nicht wie dein Haar. So rot wie Mohn. Weiß wie Schnee. Du bleibst doch im Winter mein rotes Reh. Wenn es 100 schönere gibt, ich hab mich in dein rotes Haar verliebt. Im vorigen Jahr die Leute in Wien, in Berlin und überall in ganz Europa erhoben. Wozu haben wir zum ersten Mal gewählt und aus ganz Deutschland Abgeordnete nach Frankfurt geschickt, dass die Fürsten jetzt darüber lachen? Die kümmern sich einen Dreck um die Anordnungen unseres Parlaments in Frankfurt. Die Leute werden weiter gepresst und ausgebeutet. Während die Armen hier verhungern, verkaufen sie unser Getreide an fremde Länder. Von eurer Arbeit leben die Fürsten in Saus und Braus. Und sie halten sich dafür ein Militär, das die Leute totschießen soll, wenn sie was sagen. Aber genau wie das Volk werden auch die Soldaten gequält und ausgebeutet. Und bis zum Weißbluten gepresst. Ja, genau. Es gibt in der ganzen Armee keinen einzigen Sergeanten, der nicht von einem reichen Mann bezahlt würde, damit sein eigener Sohn zu Hause bleiben kann. Und es gibt keinen einzigen Gemeinen, der nicht von seinem mageren Sold seinen Vorgesetzten schmieren müsste, aus Angst vor Drill und Prügel. Bürger, Soldaten, als wir voriges Jahr von den Bergen herunterkamen, da haben die Soldaten den Befehlen ihrer Offiziere gehorcht und auf uns geschossen. Wer aber sind denn die Soldaten? Söhne des Volkes! Lasst uns hier feierlich schwören, dass das niemals, niemals wieder geschehen soll, dass ein Teil des Volkes auf den anderen Teil des Volkes schießt. Es lebe das Volk! Antworte sie gefälligst. Jawohl. Stellen Sie gefälligst stramm, wenn ich mit Ihnen rede. Oh! Hey, hey, hey! Ich werde dir das Redehalten schon noch abgewöhnen. Thank you.
Weitermachen! Essensausgabe! Befehlsverweigerer kommen vor das Kriegsgericht! Die Räumung ist schon losgegangen! Antreten, sonst gibt's was! Ich habe die Offiziere verjagt! Los! Sind immer schon 30! Nur die Gefangene raus! Komm! Er soll sagen, dass das gegen die Verfassung verstößt. Weiters empfiehlt seine Exzellenz, dass alle Agitatoren aus der Festung Rastatt zu entfernen sind. Vorfälle von Befehlsverweigerung. Hauptmann von Diekenfeld wurde gezwungen, einige Gefangenen freizulassen. Struve? Was fehlt uns gerade noch? Lassen Sie den Gefangenen Struve nach Bruchsal überführen. Aber von zuverlässigen Leuten, ja? Und Madame Struve? Wieso ist die auch hier? Beschäftigen Sie sich mit der Ausführung meiner Befehle. Generalmeldegehorsamst, Gehorsamst, 1. und 3. Regiment, im Zug Atri haben Aufstellung genommen. Eine Schwadron Dragoner in Bereitschaftsstellung vor der Stadt. Danke. Samstag, 12. Mai 1849. Um 1 Uhr waren neue Befehle gekommen. Noch ist alles unentschlossen. Nur zögernd gehorcht man. Sämtliche Truppen geordnet nach Kompanien, Bataillonen und Regimentern marschieren zum Schlossplatz. Jetzt der große Gegenschlag für die Ereignisse von heute früh. Manche sagen, jeder 10. Mann aus der Reihe würde den Befehl erhalten, vorzutreten, um erschossen zu werden. Dezimieren nennt man dieses Verfahren zur Bestrafung von Meutereien. Unzufriedenheit auf den Grund gehen. Soldaten,
der Mann wahnsinnig geworden? Er wird doch keine öffentliche Anhörung der Beschwerden zulassen. Es wird keiner wagen, den Mund aufzutun. Aber es sind 3000 Mann versammelt. Die Methode ist erprobt. Ich warte! Keine Beschwerden? Na also, Soldaten, das Vertrauen von Mann zu Mann ist die Grundlage der deutschen Soldatentreue. Die Grundlage der weltberühmten deutschen Soldatentreue. In Ordnung, wird erledigt. Der weltberühmten deutschen Soldatentreue. Bitte! Thank you.
Eskadron! Attacke! Wir haben es geschafft. Die Soldaten haben ihre Offiziere vertrieben. Ich wurde hochgehoben, alle lachten, riefen, aber ich konnte kein Wort verstehen, so laut schrien sie. Hurra! Und es lebe die Freiheit. General! Geht's, Herr General? Herr General! Frankfurt fährst. Sie wissen, dass es hier durchspringen ist, was Sie da machen. Also gut, ich weiche der Gewalt. Folgen Sie mir nach oben. Na bitte leise. Die Herren möchten Sie sprechen. Wieso? Herein. Ach, siehst du es, Leutnant Kram? Ja. Reise ab. Hierbleiben verträgt sie nicht mit der Ehre eines gebildeten Menschen. Sogar mit der Ehre eines Offiziers. Vöbelherrschaft. Und um uns das zu sagen, haben Sie uns aus dem Schlaf geläutet? Sergeant, ich benötige Sie im Moment nicht mehr. Sie können doch reiten, nicht wahr, Mademoiselle? Durch die Stadttore kommt man zwar nicht mehr, aber ich weiß einen Weg. Zwei schnelle Pferde. Mademoiselle. Nicht das erste Mal, dass mir der Gedanke vorschwebt. So. Wirklich? Nun, ich entstamme einer sehr alten Familie. Mütterlicherseits lässt sie sich zurückverfolgen bis zu einem Marschall der Habsburger. Schauen Sie, unsere Familie lässt sich zurückverfolgen bis zu einem Bankier von einem ägyptischen Pharaonen. Und zwar mütterlicherseits und väterlicherseits. Soweit ich Sie verstehe, möchten Sie, dass meine Tochter mit Ihnen mitkommt. Ja, ganz recht. Unter normalen Umständen hätte ich natürlich etwas länger gezögert. Ja. Ein Mann, Offizier in der Armee seiner Hoheit, stürzt sich nicht kopfüber in eine solche... Der will mich heiraten. Jawohl. Darf ich Sie um die Hand Ihrer Tochter bitten? Vater. Moment. Gleich kommt der Herr Leutnant auf die Frage der Mitgift zu sprechen, nicht wahr? Und wie viel kostet das Glück an Ihrer Seite? Mademoiselle, Sie verletzen mich.
Tja. Ich werde Ihnen was sagen. Ein Bankier ist wie ein Arzt. Er muss einfach helfen, wenn seine Bedingungen erfüllt werden. Man muss ja nicht gleich so familiär werden, nicht wahr? Sie brauchen Geld. Allerdings. Ja. Bitte. Jüdisches Geld, um die Familienkassen heruntergekommener Aristokraten zu füllen. Und jüdisches Blut, um etwas Hirn in ihre leeren Schädel zu bekommen. Ich habe ihm Geld geliehen, nichts weiter. Kränkt sich nicht. Für wie lange? 3 Monate. Ein Wechsel auf 300 zu 6%. Ein ganz normales Geschäft. 3 Monate. Mehr gibst du denen da draußen nicht. An das Volk in Baden. Bei der ernsten Lage unseres Vaterlandes. Bei der ernsten Lage unseres Vaterlandes, die eine geschlossene Haltung der Volkspartei notwendig macht, sind wir der Ansicht, dass die Abhaltung des allgemeinen Landeskongresses der Volksvereine keinen Aufschub mehr zulasse. Derselbe soll daher samstags, den 12. Mai, in Offenburg stattfinden. Nach Entscheidung der Mehrheit der Kreiskongresse ist derselbe von jedem Bezirksvereine durch einen stimmgebenden Abgeordneten zu beschicken. Wir laden die einzelnen Abgeordneten ein, sich am genannten Tage nachmittags 1 Uhr im Gasthaus zum Zähringerhof zu versammeln. Als Grundlage der Verhandlungen wird das durch die Kreiskongresse, deren Berichte auszugsweise in den verschiedenen demokratischen Blättern veröffentlicht wurden, an die Hand gegebene Material dienen. Am Tage nach Abhaltung des Kongresses, sonntags, den 13. Mai, Volksversammlung in Offenburg, zu deren Besuch das gesamte Volk in allen Teilen Badens aufgefordert wird. Es handelt sich um die Beratung der gegenwärtigen Lage unseres Vaterlandes. Der Gegenstand ist groß, der Augenblick ist wichtig. Es fehle kein Freund des Volkes. Der provisorische Landesausschuss der Volksvereine in Baden. Gedruckt bei Commercy, Karstadt. Yeah.
Warum ist Brentano nicht hier? Warum haben Sie ihn nicht mitgebracht? Bürger Brentano ist krank. Gut. Dann werden wir eben ohne Bürger Brentano das Regierungsprogramm ausarbeiten. Provisorisch. Das kann alles nur provisorisch sein. Bürger Thibault, Bürger Hoff, gehen wir an die Arbeit. Oder die Menschen, die heute hierher nach Offenburg gekommen sind, werden ohne uns anfangen. Bürger Mördes. Erst muss die Antwort der Regierung abgewartet werden. Wenn der Großherzog zustimmt, dass die Kammern aufgelöst werden und dass es demokratische Neuwahlen gibt, erübrigen sich viele Debatten. Welche Rolle spielen Sie eigentlich, Monsieur Mördes? Was wollen Sie von uns? Vor einem Jahr haben Sie den Hacker ins Gefängnis gebracht, vor einem halben Jahr den Struve. Und jetzt? Jetzt kommen Sie hierher. Bürger Göck, ich bin ordnungsgemäß vom Volksverein Karlsruhe als Delegierter gewählt. So wie Sie in Mannheim. Und ich bin von meinem Staatsposten zurückgetreten. Ich bin vom Saulus zum Paulus geworden. Während Sie, junger Mann, immer noch auf der Gehaltsliste der Regierung stehen. Einigkeit, Bürger, Einigkeit. Und Mäßigung. Ein Reich, ein Kaiser. Kann ich die Herren zu Tisch bitten? Ich habe mir erlaubt, eine kleine Stärkung servieren zu lassen, bevor wir ins Plenum gehen. Das Regieren nicht mehr, wenn die Menschen so grausam sind und mir nicht mehr gehorchen. Hoheit scheinen von der Gnade Gottes verlassen zu sein. Da helfen nur die heiligen Sakramente. Wenn Hoheit vielleicht doch eine Beichte ablegen wollte, wenn ich nicht so ein schlechtes Gedächtnis hätte. Ich habe die Ehre, die Festung Rastatt vollständig und mit all ihren Werken, ihrer Ausrüstung und Bestückung im Namen meiner Kameraden und Mitstreiter diesem Kongress zu übergeben. Wieso gerade euer Festung verschenke? Gerade deine Ehre.
Wenn denn sonst? Die Antwort, seine Exzellenz. Abgelehnt. Nachdem es seiner Hoheit dem Großherzog beliebt hatte, mich eine Nacht lang warten zu lassen, ließ er durch den Premierminister Beck ausrichten, dass er nicht im Traum daran denke, sich von einem Haufen von Meuterern ein Programm diktieren zu lassen. Warum begreifen die Herren in Karlsruhe denn nicht, dass man eine Mittelstellung finden muss? Um überhaupt noch eine Stellung zu haben. Zum Schluss drohte Herr Beck mit Reichstruppen, um die Ruhe und Ordnung in Baden wiederherzustellen. Müssen wir überkämpfen. Da brauche keine Fürchte. Mitbürger, wir hier im Saal, Bürger von Baden. Wir werden unsere Regierung selber bilden. Wir werden heute noch, jetzt, sofort, aus unseren Reihen einen Ausschuss bilden, Männer, die nächsten Maßnahmen treffen werden. Soldaten sind auf der Seite des Volkes. Auf eurer Seite. Wisst ihr, was das heißt? Wisst ihr, was das heißt? Ohne Waffen hat die Regierung des Großherzogs keine Macht mehr. Das Volk hat die Macht! Ja. Ja, hast du die Sprache geschlagen? Bist du viel zu viel gedreht worden? Hoheit, der Pöbel auf den Straßen. Wir haben uns gedacht, Sie sollten lieber getarnt auf einen Geschützwagen. Thank you.
neuen Regierung. Na ja, als Ersatzmitglied habe ich ihn gewählt. Ich bin der Ersatz. Ersatzmitglied des demokratischen Landeshauses. Demokrat. Wir machen das jetzt alles besser. Sofortige Entlassung des gegenwärtigen Ministeriums! Bis zur freien Wahl einer Landesversammlung wird Bürger Brentano mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt! Die Militärgerichte werden aufgehoben! Alle politischen Häftlinge werden unverzüglich freigelassen! Soldaten, ihr könnt ab heute eure Offiziere frei wählen. Ja! Aufhebung der Grundsteuer und feudalen Zehnten. Ja! Willkommen in Rastatt. Der Großherzog ist geflohen. Letzterer. Auf einem Geschütz im Wald Germersheim über die Grenze nach Württemberg. Ich denke, die Leute haben ein Recht darauf, das sofort zu erfahren. Keine vorherigen Handlungen, Bürger. Komm los hier. Alles halt! Wir müssen uns am Balkon zeigen. Das Volk wartet darauf, dass ich die Republik ausrufe. Wenn hier jemand die Republik ausruft, dann bin ich es. Verstanden. Einer hin am Honore! Die vorherige Flucht des Großherzogs schafft leider eine völlig neue Rechtslage. Ab mit Ihnen! In die Kasematten! Und los! Hände über den Kopf und keine falschen Bewegungen! Abmarsch! Hey! Vorsicht, Bürger Lenz, nicht schießen. Wollen Sie eine Liste mit Namen und Adressen von Leuten, die höheren Offizieren Unterschlupf gewähren? Sonderangebot, gratis zum Einstand. Auch Ihre revolutionäre Regierung braucht einen Geheimdienst. Glauben Sie mir.
euch nichts. Die badische Regierung in Karlsruhe ist entflohen. Der dortige Gemeinderat hat untersucht, nach Karlsruhe zu kommen und die Leitung der Geschäfte zu übernehmen. Wir ziehen morgen ab. Ein Teil des Militärs begleitet uns. Wir werden alle unsere Kräfte daran setzen, dass bei der Erreichung eines volkstümlichen Staatszustandes die volle Freiheit der Person und der Schutz des Eigentums gewahrt bleiben. Du willst dich einem abenteuerlichen Helden an den Hals werfen. Du hältst es vielleicht auch noch für politisches Engagement. Lenore, du machst einen Fehler. Bitte kaprizier dich nicht. Du musst wissen, wenn du dich so entscheidest, gibt es kein Zurück mehr. Soll ich hier warten, bis der nächste Idiot kommt? Die Gnade hat mich von einem gesicherten Hausstand in einen anderen zu übernehmen. Für Idioten habe ich dich nicht erzogen, das weißt du. Ja. Sie werden dreckige Witze machen über uns, Judenwitze. Thank you.
5 Gulden. Ich rede noch mal mit der Witwe. Also, das ist doch einfach ein Wucher. 5 Gulden. Merlio, s'il vous plaît. 5 Gulden, dann doch für eine winzige Dachkammer. So sehen Sie halt jetzt die Preise. Vor einer Woche war das ja auch anders. Wegen mir hätte sie ja keine Revolution machen müssen. Aber wenn Sie glauben, dass Sie irgendwo in Karlsruhe noch ein freies Zimmer findet, bitte. Ich nehme das Zimmer. Aber mit Frühstück. Nein, nein, das Porzellan kommt man nicht auf den Tisch. Das Silber auch nicht. Und der Kaffee wird extra bezahlt. Ja, gut, das nehmen wir. Wer auch immer gewählt werden wird, muss Papiergeld gegen Sicherheiten ausgeben. Sicherheiten sind die Vermögenswerte der Reaktion und die Kirchengüter. Die müssen konfisziert werden. Klar. Wollen Sie nicht. Fantano und so weiter. Schutz des Eigentums. Ich habe so etwas noch nicht erlebt. Eine derartige Ansammlung von Demonstranten. Das wären doch die einfachsten, selbstverständlichsten Maßnahmen. Amalie. Sieg. Sieg auf der ganzen Linie. Ich bin ordentliches Mitglied im Landesausschuss. Was sollten Sie denn noch anderes machen? Ich danke dir. Du hast mich hingeschickt. Die Revolution dankt dir. Mademoiselle? Lenore Einstein. Sie wird bei uns wohnen. Dieser junge Mann, Lenore, ist General Siegel. Guten Tag. Ich bin kein General. Noch nicht. Sie müssen Geduld haben, Franz. Sie werde einer sein. Der General hat letztes Jahr gemeinsam mit uns gegen die Regierungstruppe gekämpft. Sie sollten General werden, Madame. Ich ziehe es vor, Generäle zu machen. Ja, dann haben wir es geschafft. Sie ahnen ja nicht, Madame, um wie viel angenehmer es hier bei Ihnen ist als im Gefängnis. Nicht wahr, Amalie? Und was ist mit dem Herrn da drin? Ist der mit? Wird für den bezahlt? Johann Philipp Becker. Alter, Becker ist da. Was machen die Genossen in Marseille? Was machst du hier? Komm, setz dich zu uns. Amalie! Ja. Hast du von unserer Sache gehört? Was? Wenn ihr euch jetzt nicht zusammennehmt, ist in 3 Monaten alles wieder vorüber. Was glaubst du, was Österreich und die Preußen tun werden? Ich weiß, ich weiß. Wir brauchen Geld. Ja. Leute, Waffen, eine Volkswehr. Aber Brentano schützt das Eigentum. Er will nichts in dieser Richtung unternehmen. Wer sitzt denn da in eurem Landesausschuss? Nur diese konstitutionellen Brüder? Bis auf wenige Ausnahmen. Baggerer Gefreiter, der bei der Revolte von Rastatt beteiligt war. Ja. Der Großteil aber unentschiedene, schwankende Charaktere. Scheißer. 4000 Männer melden sich freiwillig, um für die Revolution zu kämpfen. 4000 Männer mit Gewehren, an dem anständigen Rock am Leib und Schuhen an den Füßen. Und Sie, Bürgermörder, schicken Sie nach Hause! Auf Anweisung von Bürger Brentano. Aber warum denn nie wieder bekommen wir 4000 Freiwillige? Geschweige denn die Waffen. Das ist nicht Ihre Sache, sondern die des Kriegsministers Franz Sieg. Warum die Preußen so lange? Verköstigen Sie die 4000 Leute! Lenore? Oui.
Ich möchte mich in den Dienst der Revolution stellen. Aha. Dieser Herr auch. Johann Philipp Becker, Exilrepublikaner. Organisator der Deutschen Legion in der Schweiz. Ach, willkommen. Ich habe viel von Ihnen gehört. Kommen Sie, kommen Sie. Warten Sie. Was sollen wir Ihrer Meinung nach tun? Organisieren. Retten Sie, was von Ihrem Stehenden hier übrig geblieben ist. Mobilisieren und bewaffnen Sie jeden revolutionär gesinnten Bürger in einer Volkswehr. Tauglich, der nächste bitte. Wir sollen auf die Patrone schauen, nicht dann auf. Wir nehmen die Patrone in die rechte Hand. Beiße das Papier ab, knapp über dem Pulver. So. Schütte mal das Pulver in den Lauf. Und den Rest werfen wir nicht fort. Der Rest ist die Kugel. Brauchen wir noch. Die stopfen wir oben drauf. Und jetzt nehmen wir den Ladestock. Stopfen mit dem Ladestock fest nach. Gewehr! Fest nachstoppen. Eigentlich muss ich mich bedanken bei dir. Es hat Freude gemacht, mit dir zu arbeiten. Hast du noch Hunger? Sollte ich mich nicht eigentlich schämen oder Angst haben? Ich will dich zu nichts zwingen, was du nachher vielleicht bereust. Ich soll entscheiden. Machst du das bei den anderen auch so?
Da wird nicht so viel geredet. Bei mir auch nicht. Und jetzt? Und jetzt? Findest du mich schön? Wunderschön. Schnaps! Schönes Großglas voll! Schluss jetzt! Für dich ist halt Schluss, verstehst du? Für mich ist noch lange nicht Schluss, verstehst du? Komm, komm, raus mit dir, aber schnell! Los, hopp! Schnell, aus! Los, raus, ganz schnell, du! Ihr seid ja alle keine Männer. Keine Männer? Geizkragen seid ihr. Du brauchst etwas anderes, ey. Am Mann. Am Kerl. Das hält ihr gern. Verlangschen nach! Fahr lieber Ebbes! Das ist hier Seefernruf. Diese Bombe-Mähle. Schneller, Bombe-Mähle. Feigling! Schubfreuzer! Ich hab Brot gesetzt. Der Lenz, das war ein Mann. Da gibt's keinen Lenz mehr. Aus mit dir. Sag dir niemand mehr, was hast du alles begriffen, du. Ich zahle. Von dem, den ich mir nichts kaufen lasse. Wer hat Wurst gesagt? Ja. Einen Schnaps für die Dame. Schnaps! Also hat einen Schnaps. Ich hab keinen Schnaps. Gut. Für uns alle. Gut, Kalle. Und dann möchte ich die Mademoiselle Josepha bitten, mir zu folgen. Wer hat Wurst gesagt? Ja. Der Bankier Einstein möchte mit Ihnen sprechen.
weil ich Brot gesagt habe.